Ja, danke schön, Janina. So, liebe Community, ich mache dann direkt weiter. Keksemonster 90 hat zum Beispiel geschrieben, man kann mit Frauen befreundet sein. Er ist mit seiner Freundin schon seit 18 Jahren, mit seiner besten Freundin schon seit 18 Jahren befreundet. Er ist 19, also ist schon ein Leben lang quasi. Und er kann sich eigentlich auch nicht vorstellen, dass da mehr ist, weil sie eigentlich mehr wie eine Schwester für ihn ist. So, dann geht's weiter mit Paddy Pudding. Paddy Pudding? Paddy Pudding, gefällt mir besser. Hat wohl geschrieben, generell ist es schon möglich, dass Männer und Frauen befreundet sind. Kommt drauf an, mit wem man befreundet ist. Und zwischen manchen klappt's. Und ja, wenn man sich kennengelernt hat, kann es ja immer noch knistern. Ja, man muss halt abwarten, was passiert und mit wem man sich anfreundet, ne? Hardcore Marco hat ja auch etwas sehr fast Philosophisches geschrieben. Er hat nämlich den alten Spruch genommen: Freundschaft ist Liebe mit Verstand. Er meint damit, dass man sich auf einer anderen Ebene und mit anderen Erwartungen in eine Beziehung reingeht, wenn man nur den Wunsch hat, Freunde zu werden. Man lernt dann die Person ganz anders kennen, als wenn man sich dann trifft und dauernd nervös ist, weil man den Gedanken einfach hat, dass es die große Liebe sein kann. Und er ist auch der Meinung, und das teile ich eigentlich mit ihm, wenn man jemand richtig gut als Freund kennt, dann kann man wohl auch ziemlich gut mit dem zusammen sein, weil man ihn ja dann quasi wirklich kennt. Also ich denke mal, da ist schon viel, viel Wahres dran. So, das war es eigentlich von meinen Posts. Wir sehen uns wieder in der Woche nach dem Community-Grillen. Weil die Night Lounge ja leider ausfällt diese Woche. Und dann freuen wir uns auf das Community Grillen und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.